Hallo und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie man zu Leibeigenen kommt. Und ich habe ein bisschen rumprobiert und heute zeige ich euch, was man mit denen so anstellen kann. So, ja, was gibt es eigentlich alles so für Leibeigene? Habe ich da mal erkundigt und es gibt Bogenschützen, davon habe ich jetzt schon einen. Dann gibt es Künstler. Die braucht man, um diese Vergiftung wegzubekommen. Dann gibt es Kämpfer, da habe ich jetzt auch schon einige. Dann habe ich auch schon zwei Köche. Dann gibt es noch Rüstungsmacher, Schmied, Aufseher und Priester. Also wie gesagt, die ich habe, die kann ich euch zeigen. Bei den anderen denke ich, weil ich jetzt hier ziemlich am Anfang bin, dass die restlichen Sachen wie Rüstungsmacher oder Priester, dass die eher im Landesinneren dann zu finden sind. Da habe ich bis jetzt noch keine gefunden. Ach ja, dann noch ein Tipp zum Bewusstlosschlagen. Also jetzt nicht mit der Keule hingehen und pausenlos drauf rumkloppen. Das würde nicht funktionieren. Ihr müsst einfach immer ein bisschen Zeit lassen. Ihr haut den Bot drüber, dann rennt er ein bisschen rum, der folgt euch dann. Ein bisschen warten, dann wieder eine drüber hauen. Das immer wieder so weitermachen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wenn ihr hin und wieder, da kloppe ich da auch noch jemanden tot, aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. So, jetzt hier zum Beispiel kann man sehen, da steht Fighter da. Das heißt, es ist ein Kämpfer. So, Glück gehabt. Wenn man jetzt sieht, steht da Koch. So, und den schnappe ich mir natürlich sofort. Ja, man kann sich auch Bogenschützen machen, wie man jetzt hier so sieht. Die stehen vor Höhlen. Also bei mir war einer vor einer Höhle gewesen, denn der hat auf mich geschossen. Das ist relativ schwierig, aber ich habe ihn dann niedergeknüppelt. Und jetzt kann man sich doch dazu auch Bogenschützen machen. Ja, eine Sache gibt es zu dem Bogenschützen noch zu sagen. Er dauert extrem lange. Also die für die anderen normalen Kämpfer, das dauert vielleicht eine Stunde, anderthalb, zwei. Und bei dem bin ich jetzt ungelogen schon 6 bis 8 Stunden dran. Und der ist immer noch nicht fertig. Also die brauchen extrem lang, scheinbar, weil es so gute Kämpfer sind. Haben sie auch gesagt, dass höhere Klassen auch hier um einiges länger brauchen. Also hier, das ist schon extrem. Das ist so, als wenn man sich bei Arken Giga zähmt hier. Ja, jetzt habe ich auch die Stufen entdeckt. Sehe ich nämlich hier gerade bei diesen Bogenschützen steht dahinter eine 3. Verbannter und dann 3. Dann habe ich jetzt hier nämlich noch einen normalen. Und da steht nur eine 1. Ich meine, die 0 dahinter, die kann man vergessen. Und hier bei dem Koch steht nämlich auch nur eine 1 dahinter. Das habe ich eben gerade mitbekommen, wo ich mir noch in weiteren geknüppelt habe. Also da kann man dann auch die Stufen sehen. So, ja. Der Krieger ist fertig. Das sieht man dann, das ist hier, ist er dann raus. Ist er nur noch hier oben drin. Das können wir jetzt mal ausschalten. Dann zieht ihr euch den einfach hier unten rein. Dann stellen wir jetzt mal hier oben hin. So, da ist das gute Stück. Oh, dann stellen wir jetzt einfach hier hin, weil ich habe jetzt schon überall welche stehen. So. Ja, hier könnt ihr jetzt meine zwei Köche sehen. Eigenartigerweise sind die genau gleich. Und die sind jetzt dafür da, dass das alles ein bisschen schneller geht. Die können quasi die Produktion beschleunigen. Oder senken die Zahl der Ressourcen. Gut, bei den beiden sind jetzt ja nicht sonderlich hoch, ich denke mal. Also ich habe jetzt noch keinen großen Unterschied erkennen können. So. Halt, das war falsch. So, ganz einfach ist dann. Zack. Man hat die Leibeigenen dann bei sich hier so im Inventar. Und die zieht man sich einfach hier runter. Ich kann den jetzt auch genauso gut wieder wegnehmen. Schwupp, weg ist er. Dann einfach auf die Produktionsstelle gehen, wo er hin soll, wohin gehört. Einfach hier unten rein. So, und jetzt hat man hier verbesserte Werte, angeblich. Ja, da gibt es noch den Unterschied. Es gibt verschiedene Typen von denen hier. Also auch bei den Herstellungen von Rüstungen und so weiter. Da gibt es die Novizen. Dann gibt es geschickt,
Meister und Legendär. Ich denke mal, das sind ja so die Anfänge und bessere bekommt man dann auch im Landesinneren. Ja, dann zeige ich euch jetzt noch, wie die so kämpfen. Hier oben ist es endlich mal ein Pfeil- und Bogenschütze. Hat ja auch lange genug gedauert. So, lass mich jetzt einfach mal so ein scheiß Krokodil hier anlocken. Wenn man es trifft. Na komm. Vorführeffekt, man trifft wieder nichts. Ja, sage mal. Jetzt. So, jetzt werden sie mich eigentlich normalerweise gleich verteidigen. Wenn der Pfeil Bogenschütze schießt. Aber machen wir ein bisschen mit hier, damit es schneller geht. Es gibt auch unterschiedliche. Den zum Beispiel, der hat jetzt hier schon den Schwert. Wenn der hier nur mit dem Messer rumrennt. Ja, dann gibt es hier einige, die hier mit der Faust kämpfen. Okay, das soll es dann jetzt zu den Kämpfern gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!